Hallo. Georg. Hallo, servus. Leo. Was führt dich heute zu mir? Du, ich stehe hier in Lauterhofen vor der alten Melze und habe mir gedacht, ich frage dich einfach mal, was ist denn überhaupt eine Melze? Was ist eine Melze? Also eine Melzerei ist ein Ort, wo Malz hergestellt wird, und Malz ist neben Wasser der wichtigste Rohstoff zum Bierbrauen. Woraus besteht Malz? Malz wird hergestellt aus Getreide. Man lässt das Getreide zum Keimen bringen und stoppt dann den Prozess wieder, damit das Malz, das fertige Malz, dann haltbar ist. Und das wurde in Lauterhofen gemacht? Das wurde in Lauterhofen direkt vor Ort gemacht. Unsere Alten früher haben alles vor Ort gemacht, also haben vor Ort das eigene Getreide vermälzt, bevor es dann weitergegeben wurde an das Kamun-Brauhaus hier in der Breugasse. Und haben auch Hopfen angebaut, gleich direkt rund um den Ort. Also richtig regionale Wirtschaft, wie man sie sich heutzutage auch wieder gerne vorstellen würde. Ah, da kommt ja gerade unser Bürgermeister. Der kann uns ein bisschen Näheres erzählen über dieses historische Gebäude. Ja, den frage ich doch mal. Hallo! Ja, hallo! Ja, hallo! Wir sind von Frag den Braumeister. Wir haben hier die alte Melze entdeckt und würden jetzt gern wissen, was hat es damit auf sich? Ja, sie befindet sich hier in einem geschichtsträchtigen Ort. Und aus Erzählungen ist mir bekannt, dass wir früher bis zu 19 Wirtshäuser hatten und auch Brautradition wie mit einer Kommunenbrauerei. Und das war für mich auch ein deutlicher Hinweis, dass wir gesagt haben, wir müssen hier aus dem alten Gebäude wieder ein Juwel machen, das darauf hindeutet, dass hier auch eine Melzerei war. Und das trägt ja bekanntlich zur Biertradition und zur Bierbrauerei mit bei. Gemälzt wird hier aber nicht mehr, oder? Nein, hier wird nicht mehr gemälzt. Hier ist nur noch für die Besucher, und es wird auch als Industriedenkmal bezeichnet. Und da können wir garantiert sehr gut auf diese alte Tradition hinweisen und vielleicht sogar Ausstellungen machen. Schön, vielen Dank. Gerne. Jetzt haben wir was über die alte Melze gehört und über Lauterhofen. Vielleicht können wir in der nächsten Folge dann erfahren, wie man Malz beim Bierbrauen verwendet. Genau, das machen wir am besten gleich bei uns dann in der Brauerei. Gerne. Bis zum nächsten Mal.